Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und zwar heute zu einer extrem laggigen Folge, das weiß ich jetzt schon. Aber das Problem ist, ich muss im Hintergrund ein Video fertig schneiden lassen. Und ich kann auch nicht darauf warten, das dauert nämlich um die 3 Stunden. Gute Sache, und heute Nachmittag habe ich keine Zeit mehr zum Aufnehmen, deswegen muss ich jetzt aufnehmen. Ja. Das letzte Mal hat mit einem Plot-Twist geendet, als Zwirfinst sich verabschieden wollte und zurück in die Zukunft reisen, aber die beiden Protagonisten mitgezogen hat. Kapitel 14. In die Zukunft. Und das ist wirklich etwas sehr extrem. Wisst ihr was? Einen Moment. Keine Ahnung, warum ich auf die Idee nicht vorher gekommen bin. Ich habe jetzt das Bearbeiten des Videos abgebrochen und mache das, wenn ich heute Nachmittag weg bin, einfach über die Zeit. Lecken tut's immer noch, blöderweise. Ich habe wirklich nichts mehr offen, also ich kann nicht mehr machen. Wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kollabiere wieder. Verzeihung, dass ich dich warten ließ, Meister Dialga. Ich hatte zwar mit mehr Schwierigkeiten als erwartet zu kämpfen. Zum Beispiel muss ich jetzt mal das Fenster zumachen. So, nächste Schwierigkeit überwunden. Ich bin nun mal der Beste. Aber letztendlich gelang es mir, sie zu fassen, ja. Mir ist völlig klar, was getan werden muss. Wer den Verlauf der Geschichte verändern will, muss aus der Geschichte getilgt werden. Ich werde das so voll in Angriff nehmen. Ich verstehe. Ich nicht. Dialga grummelt da was vor sich hin. Wie kann man das verstehen? Wie du wünschst. Entschuldige mich. Hey, Schmünzer. Wach auf, Schmünzer. Na. Wo? Du bist wach. Nee, echt? Ich dachte, ich schlaf noch. Sorry, bin kurz eingenäht. Dieser Ort, ich glaub, das ist ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Scheiße, haben sie meine Drogen ge... Ich meine, ich bin auch nicht lange wach, also weiß ich nicht sicher, was los ist. Ich habe versucht, die Türen zu öffnen, aber sie sind abgeschlossen. Also, Fragezeichen, nein. Wenn wir hier in einem Gefängnis sind, würde es mich stark wundern, wenn die Türen nicht abgeschlossen wären. ja. Es scheint sonst keinen Weg nach draußen zu geben. Ich glaube, wir sind eingesperrt. Das haben Gefängnisse so an sich?
Was ist hier los? Wir sind eingesperrt. Ja, sehen wir. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ach. Ach, echt. Der letzte Satz, den du vor dem hier gesagt hast, ist, was ist los? Und jetzt sagst du, du weißt auch nicht, was los ist. Das hätte ich mir nicht denken können. Aber ich kann versuchen, es rauszufinden. Boah, Riesengefängnis. Schminter versucht, die Türen zu öffnen. Die Türen lassen sich immer noch nicht öffnen. Das bringt nichts. Fragezeichenmann hat recht, die Türen gehen nicht auf. Und dass mich das überrascht, ist traurig. Es sieht aus, als seien wir wirklich eingesperrt. Ach! Ich muss mal mein Headset zurechtrücken, das rutscht gerade richtig mies. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, es war so. Zirfens hat uns gepackt, dann hat er uns in das Dimensionalloch gezogen. Weil was? Weil ist das hier vielleicht die Zukunft? Aber das... Ich kann das nicht glauben. Ich meine, das hier soll die Zukunft sein. Warum sind wir überhaupt hier? Why are we still here? Ja, aber ich habe noch nie einen Raum gesehen, der so wie dieser gebaut war. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ach, willst du jetzt etwa sagen, du hast keine kriminelle Vergangenheit? Das redest du dem Falschen ein. Ich bin Experte, wenn es um kriminelle... Ich meine... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Ich krieg einen Anfall. Sind wir echt in der Zukunft? Was sollen wir jetzt tun? Also wenn es hier die Zukunft ist, dann ist das hier die Zukunft. Und wie sollen wir dann wieder in unsere Welt kommen? Ja, moin. Aha, Sans. Megalovania intensifies. Ich weiß, der Gag war scheiße. Das müsst ihr mir nicht sagen. Wir sind wach. Das kommt gerade recht. In Ordnung, lasst es uns schnell erlegen. Was? Warte, jetzt mal ganz langsam. Was? Sie haben mir die Augen verbunden. Ich kann nichts sehen. Das ist eine gute Ausrede dafür, dass man keine Animation machen muss. Mitkommen. Jetzt schubst mich nicht so. Jetzt mal ernst, das ist die beste Ausrede, die ich je gehört habe. Also besser als die Ausreden der normalen Pokémon Company. Du kannst ja nicht durch, weil da stehen Anton. Die haben Kopfschmerzen. Oder das sucht wer nach Fußabdrücken, die seine eigenen sind. Ja, gute Ausreden, Pokémon Company. Das Traurige war, dass das alles wirklich Ausreden waren, die die in ihren Spielen gebracht haben. Ja, mit verbundenen Augen weiß ich nicht, wohin wir gehen. Ach, echt? Wohin bringen sie uns bloß? Wir sind da! Das ist wirklich die bestmögliche Animation. Wo bin ich? Also mit dem Kopf wackeln, Alter. Ich kann das nicht so. Es gibt manche, die können das so richtig toll, so mit dem Kopf hin und her zu wackeln. Ich kann das nicht. Da habe ich auch einen in der Klasse. Der kann sowas richtig gut. Sie haben mich gefesselt, ich kann mich nicht bewegen. Warum passiert das alles? Ja, jetzt geht natürlich noch ein Scheinwerfer an. Hey. Fragezeichen, Mann. Ich bin froh, dich zu sehen. Ist alles in Ordnung? Na, ihr habt keine Ahnung, was euch erwartet. Ihr könnt es euch wohl leisten, so ruhig zu bleiben. Hä?
Die Stimme kam von dort drüben, wo aus irgendeinem Grund noch kein Scheinwerfer hingeleuchtet hat. Jetzt mal im Ernst, das ist für dich die unlogischste Szene im gesamten Spiel. Und deswegen mag ich sie auch überhaupt nicht. Reptane! Ihr zwei, habt ihr auch nur einen Schimmer, wo ihr seid? Nein? Ihr seid im gefangenen Raum. Sie wollen uns ein für einmal loswerden. Was? Uns aus dem Weg räumen? Warte mal. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sie dich loswerden wollen, Reptane. Aber warum uns? Ich bin doch so nett! Wir haben nichts falsch gemacht. Doch, du hast ziemlich viel in deinem Leben falsch gemacht. Halt's Maul! Ja, das ist mir sowas von scheißegal. Ja, Reptile, das verstehe ich. Das ist mein Leben. Das ist mein Lebensmotto. Irgendwas müsst ihr getan haben, das sie nicht dulden können. Was? Wir haben nichts Falsches getan. Denkt bloß nicht, dass wir wie du sind. Es ist mir scheißegal. Tja, während du noch dabei bist auszuflippen, sind sie bereits auf dem Weg. Und da sind sie auch schon. Und natürlich geht auf einmal das Licht an. So, wenn ich den Gag nochmal brauche, habe ich es jetzt so eingestellt, dass ich dazu nicht immer ins Musikmenü wechseln muss. Wer ist das? Die hast du doch schon mal getroffen. Das sind die Gefängniswärter, die hier die schmutzigen Jobs verrichten. Rein zufällig sind sie die Untergebenen von Zwierfinst. Was? Untergebene des großen Zwierfinst? Moin. Hey, da ist er ja. Werter Zwierfinst, die drei wurden an die Pfähle gebunden. Gut. Zwierfinst, Ibims. Als Schildkröte. Sehr gut, Zobiris. Diese drei müssen aus dem Weg geschafft werden. Was? Beachtet sie nicht, macht euch bereit. Yeah! Kann ich eigentlich aber aufhören, die ganze Zeit denselben Gag zu bringen? Warte, Zwirfins, was ist los mit dir? Warum tust du uns das an? Spart euch euren Atem, seid lieber still. Sprecht leise, damit sie euch nicht hören können. Ich meine, manche der Zubiris sind nicht weiter von mir entfernt als du, Fragezeichen. Mein, aber sicher kannst du mich hören und sie mich nicht. Leise sprechen. Ihr zwei, wenn ihr hier rauskommen wollt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Was? Mit dir, Reptane? Nee, mit wem anders? Ihr habt keine Zeit zu überlegen. Oder wollt ihr lieber hier bleiben? Say, du da, der Hässliche in der Mitte. Ja, genau, du, sag mal, fällt dir irgendwas ein, was du tun könntest? Was? Was ich tun könnte? Was ist denn das für eine Frage? Was tun? Ich verstehe den Unterschied. Sehr gut. Ja, das ist es. Eine Attacke einsetzen hätte nicht geklappt übrigens. Wenn es nur ein regulärer Angriff ist, kann ich auch mitmachen. Gut. Wir sind bereit, wir sind in Form. Sehr gut. Aber seid bis zum Ende wachsam, dass sie nicht aus den Augen fallen, nicht Reptane. Beginnt jetzt. Yeah! Hör gut zu. Zubiris schlagen mit ihren Klauen zu. Ja, das ist ja klasse für dich.
Und genau das könnte uns die Flucht ermöglichen. Die Zubiris werden ihre Kratzfurie einsetzen. Das ist unsere Chance, wenn sie uns angreifen und die Seile treffen, mit denen wir gefesselt sind. Ah ja, das ergibt irgendwie Sinn. Ja, wenn das passiert, startet ein Angriff und verpisst euch. Aber was, wenn die Kratzfurie die Seile nicht zerschneidet? Ja, hm. Und was, wenn sie das gar nicht machen? Ja, dann sind wir tot. Aua. Wartet auf eure Chance. Hey, natürlich kommt auf einmal ein Riss ins Seil. Jetzt angreifen. Motherfucker. Was ist denn los mit euch? Fresst! Hadogen! Hä, wir können nicht sehen. Ja, das hat Licht so an sich. Reißt euch zusammen, es ist nur ein Strahlorb und kein Hadogen. Der Effekt lässt bald nach. Oh, verdammt, dieser Reptil. Er ist unter Erdeckung des Lichts aus dem Strahlorb geflohen. Damit kommen sie nicht davon. Hä? Ja, ja, verpisst ihr euch nur, ihr Opfer. Bäh, ich hab Dreck im Mund. Dein Pech. Wir sind in Sicherheit. Reptan beherrscht also Schaufler. Der kennt echt einige Attacken. Ja, das hätte ihm auch ziemlich gut im Bosskampf, den wir hatten, geholfen gegen Schmünzer. Aber YOLO. Wir sind entkommen, aber wir sind noch lange nicht in Sicherheit. Lass uns abhauen. Ja, speichern wir mal. Nur eine Sache finde ich schade. Jetzt kommen erstmal keine Zubiris-Szenen mehr. If you know what I mean. Kommt hier entlang. Wir müssen weiterlaufen, bis wir den Ausgang erreichen. Und der Soundeffekt ist komisch. Ich glaube, der soll aber auch nicht so klingen. Kommt schneller! Ich kann nicht schneller, ich bin eine Schildkröte! Wie auch immer, Reptane. Was? Ist das hier die Zukunft? Ja, ach, schön, dass du das bemerkt hast. Also echt, werden wir in unsere Welt zurückkehren können? Woher soll ich das wissen? Ist mir auch scheißegal. Wir müssen fürs Erste einfach weg von hier. Wenn sie uns fangen, wird es eure geringste Sorge sein, wie wir zurückkommen. Lauft schneller. Ich kann immer noch nicht! Wir sind fast da. Da vorne ist der Ausgang. Geschafft, wir sind draußen. Jetzt können die Entwickler auch mal wieder ein Bild einfügen. Was ist das? Ist das unsere Welt in der Zukunft? Die Felsen schweben. Das ist ein komischer Ort. Und es ist schrecklich dunkel. Es weht nicht mal Wind. Es ist, als ob alle Bewegungen. Es ist, als sei alles erstarrt. Ja, echt. Was? Hä? Ich höre die Zubiris. Verpissen wir uns. Ihr Penner. Wupp, wupp. Hör mal, ich kann immer noch nicht so schnell. Wir haben keine Zeit für eine Pause. Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Wäre das lieber, oder? Ja, das ist. Ich bin immer noch eine Schildkröte. Ich kann nicht mehr. Ich muss mal. Okay.
Ja, okay. Jetzt, wo wir 2 Meter weitergelaufen sind, geht's in Ordnung. Mom, jetzt, vor einer halben Sekunde gefühlt hat er gesagt, wir können keine Pause machen. Aber können wir jetzt Pause machen? Okay. Hier ist eine natürliche Aushöhle. Aber ich muss sagen, dass die Szene zumindest in diesem Team, das ich jetzt hab, ziemlich Sinn ergibt. Weil, ich meine, eine Schildkröte und ein Luchs. Wer ist da wohl schneller und ausdauernder? Okay, ich glaube, ausdauernder wäre sogar echt die Schildkröte. Naja, auf jeden Fall finden sie uns hier erstmal nicht. Wenn wir uns kurz ausgeruht haben, sollen wir uns weitermachen. Jetzt chill mal. Im Gefangenenraum haben wir mit dir zusammengearbeitet, weil wir keine Wahl hatten. Aber wir haben nie gesagt, dass wir danach mit dir kommen würden. Mit so einem Opfer wie dir wäre... Dir traue ich nicht über den Weg. Fragezeichen, man. Ich bin also wieder der Spasti. Und wir finden es sehr gut. Wie erklärt ihr euch dann sein Verhalten? Sie wollten nicht nur mich, sie wollten auch euch umbringen. Ja, aber das heißt nicht, dass wir dir vertrauen sollten, Raptor. Sag mal, ist der Typ irgendwie behindert? Nenn mir die anderen Möglichkeiten. Es ist anscheinend nicht leicht, euer Vertrauen zu gewinnen. Ich dachte, dass es helfen würde, Verbündete zu haben, aber ohne Vertrauen ist es sinnlos, gemeinsam weiterzumachen. Gehen wir getrennte Wege. Ich mache, dass ich weiterkomme, solltet ihr auch. Viel Glück. Versucht nicht zu sterben. Halt mal. Sagst, wir sollen bald weitergehen, aber es ist jetzt dunkel, man kann kaum sehen, wo man hingeht. Wieso sollten wir nicht warten, bis es morgen wird, anstatt zu... Alter! Hast du irgendwelche Gehirnkrämpfe? Können wir nicht warten, bis es hell wird? Sag mal, bist du dumm? Die ist schon bewusst, dass es hier niemals morgen wird. Was? Diese Welt, eure Zukunft ist eine Welt von immerwährender Dunkelheit. Die Sonne geht nie auf, es kommt kein Morgen. Die Dunkelheit dauert in alle Ewigkeit fort. Warum? Weil der Planet gelähmt wurde. Der Planet ist gelähmt? Die Lähmung des Planeten? Die Lähmung des Planeten? Naja, ich erinnere mich. Zwirfens hat uns die Lähmung des Planeten beschrieben. Flashback! Keinen geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Die... Was? Ja, wenn Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer ist das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht dann mit der Welt? Dann ist in einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist, Also, ich meine, es wird kein Wind und es wird nicht mehr Tag und ja, es wird weder Frühling noch Sommer. Ja, und hell ist es da auch nicht. Oder man kann auch sagen, es ist der Weltuntergang. Die Lähmung des Planeten, ja, dieser Ort passt auf die Beschreibung von Zwirfens, aber trotzdem. Es ist schwer zu begreifen, wie der Planet in der Zukunft gelähmt werden konnte. Steht euch frei, mir zu glauben oder eben nicht. So oder so rate ich euch zu verpissen. Ich gehe. Bruder muss los. Na, Schmünter, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Als ob's mit Denken bei dir jemals irgendwie weit her war. War es nicht so, dass die Lähmung des Planeten durch die fehlenden Zahnräder der Zeit ausgelöst werden sollte? Und du vertraust natürlich immer noch Zwirfins, ist klar. Darum wollten wir doch Raptor davon abhalten, sie zu stehlen.
Wir haben doch alles getan, was zu tun war, oder? Nein, wir haben alles getan, was Zwierfinst gesagt hat. Zef und Jan sagten, sie würden die Zahnräder der Zeit wieder dahin zurückbringen, wo sie hingehören. Es hat die Lähmung des Planeten verhindern müssen. Aber es war anscheinend alles umsonst. Der Planet ist in unserer Zukunft immer noch gelähmt. Aber warum? Ich weiß nichts. Oh fuck, die Zubiris. Verpissen wir uns. Die Zubiris war ein Stichwort. So, jetzt nach einer Ewigkeit Cutscene, Lager. Das wollte ich nicht. Falscher Knopf, das da wollte ich. Du sollst nicht weg, du sollst weg. Dann sollst du weg. Wo zum Fick ist das Band von Fragezeichen? Ich glaube, was nehmen muss ich nicht. Aber ich muss gleich meine Benutzer-Term wegwerfen. Los geht's. Safe State Numero 0. Die Klammhöhle. Ja, Essen ist eine gute Idee. Noch ein bisschen Gameplay, yay. Alter, ey, Multiple-Hit-Attacken in Mystery Dungeon sind broken. Die sind halt echt so schlimm. Nein, ich wollte auch... Ich hab doch noch mal... Egal. Ich hatte eigentlich noch mal nach oben gedrückt. Bitte. Oh Mann, ich habe auf Ladungsstoß gehofft. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß noch, bei meinem letzten Durchspielen, da hatte ich hier so viele TMs. Und auch echt gute. Brüller gehört da jetzt nicht zu. Hier gibt es einfach viele T... Stichpunkt Sitz. Oh! Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier Donnerblitz oder so eine Scheiße finde, wenn ich das schon ausgesprochen hätte. Alter, wenn ich das ausgesprochen hätte, dann wäre das noch krasser als in der Folge Pokémon Emerald, die ich gerade aufgenommen hatte vor dem Video hier. Da habe ich auch, für die, die es nicht gesehen haben, da habe ich am Anfang der Folge gecallt oder exakt gesagt, also ich habe ja eigentlich ein geiles Team, nur mein Roselia stört mich noch ein bisschen. Ich hätte ganz gern noch irgendwie so ein anderes, so irgendwas anderes halt. An das gutes Pflanzen-Pokémon. So Bisaflor oder so. Ne, was aus der Entwicklungsreihe wäre geil. Das habe ich gesagt. 15 Minuten später encounter ich ein Bisaknosp. Da habe ich mir dann auch nur gedacht, echt jetzt? Und das wird jetzt kacke. Du hoffst aber, denke ich, besser nicht, das zu überleben. Oh, ich hab Donnerblitz, Leute. Am Ernst, wie geil ist das? Ich finde hier instant den Kack-Donnerblitz. Zweite Ebene beim Spawn. Übrigens hasse ich den Aufbau von diesen Dungeons, weil die immer darauf basieren, dass es an jedem Rand 38 einzelne kleine Räume gibt. Und in irgendeinem ist die Treppe.
In dem hier zum Beispiel. Ja, jetzt fehlt nur noch irgendwie... warte. Nee, die beste Pflanzenattacke, die es als TM gibt, habe ich schon mal als TM gefunden. Solarstrahl. Oder gibt's eine Gigasauger-TM? Warte, hast du... Nee, warte, hat Fragezeichen mehr nicht schon... Ah nein, Absorber. Oh, ich habe gerade übrigens gesehen, ich kann Fragezeichen mehr nicht wirklich gegen das Ding jetzt vorschicken, weil hinter uns kommt noch eins. 69! Und ja, ich habe den Gag gerade gebracht. Und warum zur Hölle benutzt du keinen Absorber? Okay, das geht auch. Und tschüss, Onyx. 300 Schaden, tankt es nicht ganz. Also ich weiß ja nicht, wie ich wusste, dass es das nicht tankt. Aber stop it. Zurück. Das war der falsche Knopf für zurück. Alter, es ist so schlimm, wenn man mehrere Spiele auf dem Computer gleichzeitig spielt am Emulator, die eine unterschiedliche Steuerung haben. Ich meine, was soll das? In Pokémon... Och, diese Scheißfähigkeit. In Pokémon Emerald kann ich mit Druck von X... Da ist X der B-Button. In diesem Spiel ist X der A-Button. Vor allem muss es gerade ja auch noch so eine Kombination sein. Weil das ist ja wohl mal so das Abgefuckteste, das geht, wenn es in einem Spiel genau der gegenteilige Knopf zum anderen ist. Und du hittest jetzt. Danke. Ansonsten hätte ich einen Belebersamen verlieren können. Hier ist die Treppe, weiter geht's. Und ich würde aber auch sagen, wir sehen in der nächsten Folge, was hier in der Zukunft noch so wartet. Erfahren auch etwas mehr über die Story. Auch wenn wir bestimmt schon mehr wissen als Fragezeichen, man, der K.O. Level Up. Wenn man vom Teufel spricht. Neue Attacke, welche? Megasauger? Ich bin's! Jesus! Ich bin es einfach! Ich bin's! Habt ihr's gehört, wie sehr ich's bin? Was war das schon wieder für eine Folge? Mit dem Donnerblitz, den ich echt... Oh, ich schwöre, ich hätte den beinahe gecallt. Und... wieder tollem Dialog und vor allem ganz viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Abonnieren.